ein ansehnlicher Mann. Nein, nicht die Tusse. Den will ich. So. Ach, verdammt. Halt! Dumme Idee gewesen. Na gut. Der auch noch. So, das war's dann aber. Da hinten haben wir nämlich schon eine super Möglichkeit, genau was zu tun. Was ist das? Ah, da ist Geld. Ja, da ist Geld. Du hast schon welches. Komm, du, bist du? Na gut. Wir haben die meisten davon K.O. gemacht. Das ist doch was. Ich wollte eigentlich alle K.O. machen, ne? Wo ist es? Ah, da. Gut, da war alles. Wen haben wir denn? Ach so, genau. So, wenn wir den lieben Herrn hier ansprechen. Na, wenn das nicht Robin ist. Dann ist er uns sehr dankbar und hat uns ein Kleeblatt bekommen. Wenn wir zum Beispiel hier die Lebensenergie, ist ja über die Schriftrolle, wenn die runtergeht, dann werden wir irgendwann bewusstlos. Und die Kleeblätter helfen uns, dass wir nicht sterben. Ja, Sir Robin, mein Vater hat mir alles erzählt und ich habe Vorkehrungen getroffen, sodass ihr Lincoln verlassen könnt. Oh, es ist eine traurige Zeit, in der wir leben. Die Steuern sind unerträglich hoch geworden. Die gierigen Männer des Sheriffs sind zu allen Schandtaten bereit, um ihre Taschen zu füllen. Nur der tapfere Stu Tilly hat es gewagt, sich gegen die Regier zu wehren. Sie werden ihn jedoch bald in Nottingham aufknüpfen. Nein, dies ist wahrhaftig eine traurige Zeit. Sag mir Bescheid, wenn ihr zur Abreise Bescheid seid. Und dann fügt er noch in Klammern hinzu. Klicken Sie auf das Symbol oben rechts, um Lincoln zu verlassen. Wenn das nicht Robin ist. Ja, diese Missionsbeschreibung lese ich nicht vor. Das ist, diese Männer könnten Robin eine große Hilfe sein. Bla. Ja, also die nächste Mission. Moment. So, 1560 erbeutet, in dieser Mission 1850. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wo alles ist. Das habe ich nie gemacht. Aber verschonte Leben 28 von 38. Das ist doch ein guter Schnitt. Fast ein Viertel aller Leben habe ich verschont. Stu Tilly, ein alter Freund von Robin, ist von Sheriff gefangen genommen worden. Dieser hat veranlasst, ihn an den Pranger zu stellen und allen zu zeigen, was mit denen passiert, die sich gegen ihn stellen. Es muss schnell etwas geschehen, da der Sheriff ihn morgen hinrichten lassen will. Ja. So, selbstverständlich. Einer pennt und einer lebt. Wen werden wir niederschlagen wollen? Will noch jemand? Zack. Und den Schläfer können wir auch gleich niederhauen. Will noch jemand? Sodala. Ich danke euch. Hier sind einige Taler. Ich danke euch. Lalalala. Ich gebe also für gewöhnlichen Bettlern eigentlich immer alles Geld. Ich danke euch. Nimm diesen Beutel, mein Freund. Ich danke euch. Na, hier sind einige Taler. Ich danke euch. Hier sind einige Taler. Ich danke euch. Hier sind einige Taler. Mein letzter Rat. Wunderbar, der letzte Rat gefällt mir, heißt kein Geld mehr weg. Ach, Meister Robin, ich muss es euch sagen, auch wenn es nicht mehr als ein Gerücht ist. An dem Abend, an dem euer Vater, armer Vater starb, soll der Sheriff ihn besucht haben. Dies sind jedoch nur Gerüchte. Es wäre wirklich ein infames Verbrechen, wenn... Ich mag gar nicht daran denken. Ja. Gut, dann haben wir Informationen über die Kerle, die am Platz sind. Ein Ansehen. Nein, geh da weg, geh da weg. Nun komm schon! Ich will nicht, dass irgendwer das sieht. Da, nimm das! Sieg!
Ich mag es nicht, Leute auf offener Straße umzubringen. Da, einer weniger. Da, einer weniger. Hey, du bist schon Hund. Okay, wir sollten hier schnellstens weg. Weil uns sonst die Bogenschützen erledigen. Stehst du wohl auf? Ja. Das ist eins der Hauptprobleme. Dass ich jetzt am Anfang hier immer... Depp hab was vergessen. Gebt euch zu erkennen! Hört zu sehen! Was ist das? Ah, da ist Geld! Du hast schon welches! Tot! So. Er ist tot! Er hat also mein Gold! Du hast kein Kat... Komm, wenigstens den. Robin von Locks. Ja. Es lag mir fern, euch warten zu lassen, alter schön. Freund. Denn selbst wollte ich euch baldigst wiedersehen. Aber genug der Worte. Gehen wir, bevor die Mannen des Sheriffs uns erwischen. Recht habt ihr. Auf nach Sherwood. Dort wartet eine Überraschung auf euch. Genau. Genug der... Südtelie, geht da weg. Robin, geh da. Bleib auf der Stelle stehen, du Wurm! Willst du jetzt auflaufen, ja? Will noch jemand? Zu Hilfe! Komm, schlag die Zwerg! Nun gut, so. En garde. Du, mein lieber Edward Cooper. Interessant. Cooper wie John Cooper in Desperados. Diesen Namen werde ich mein Leben lang nicht vergessen. So, du nimmst den auf. Ah, genau. Also wir haben spezielle Fähigkeiten. Zum Beispiel der Dicke hier, der Große, der kann tragen. Der kann halt aufheben. Stutely kann fesseln, mit Äpfeln schmeißen und Netze werfen. So. Edward Cooper kann fesseln, auch mit Bogen schießen und einen Schildwall machen. So, sind jetzt alle versorgt. Gut, dann kann Stutely... So, Robin nimmt diese Dinge auf. Du... Ach so, Moment, du hast einen auf der Schulter schon. Ach ja, und Stutely kann manche Schlösser knacken. Fehlt auch noch. Dann haben wir ihn hier, er kann pfeifen. Das ist so ähnlich wie, ja, so ein Aufmerksam machen. Also, misstrauisch machen. Dann kann er außerdem sich selbst heilen. Matchstone ist vom Typus, der kann Leute... Oh, bleib auf der Stelle stehen, du Wurm! Na? Ja, komm raus. Will noch jemand? So, sehr gut. Stutely fesseln. Der kann Leute, die bewusstlos sind, erstechen. Der kann Mitglieder heilen. Was kann er noch? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ach so, genau, aufwecken. Wenn jemand bewusstlos ist, zum Beispiel so Sternchen hat und am Boden liegt und nicht mehr sich bewegen kann, dann kann er einfach hingehen und die Person wecken. Äußerst praktisch sowas. So. Ja, genau, ein paar interessante Objekte finden. Ja gut, jetzt die ganzen Tutorial-Dinger
Ah, hier ist einer mit Geld drin. Hier auch? Nein. Wusste ich's doch. So. Robin Hood. Ah, genau. Ja. Dann stellen wir mal etwas unter Beweis. Zack, schau mal, wer da bewusstlos ist. Nein, Scheibenkleister. Ah, verdammt. Bleib auf der Stelle stehen, du Wurm. So, das will ich die ganze Zeit tun und ich erstechte die ganze Zeit. Mann, ey. So, Robin, hat der Geld dabei? Ja. Oh, Robin Hood! Ein Ansehen. Du hast das, Tutelli, du kannst den hier mal fesseln. Matsch. Karl. Karl! Du gehst wieder zurück in dein Mauseloch da. Mann, ey, demnächst schicke ich den Dicken raus. Stutely kann auch da rein. Karl. Jedes Mal, wenn ich die irgendwo reintrage, hat das den Grund. Wenn ich die fessle, dann können die befreit werden. Außer in Häusern. Und wenn ich sie töte, dann können sie immer noch gesehen werden und Aufsehen erregen. Und deswegen möchte ich möglichst alles von der Straße haben, was in irgendeiner Weise daran erinnert, dass hier eventuell Gegner sein könnten. Du kannst schon mal aufschließen. Du rennst runter und fesselst bitte den Kerl am Tor. Und du den anderen. Und du bist fertig, dann kannst du dir ja den nächsten abholen. Ihr zwei geht schon mal zurück. Du schnappst dir den einen und bringst ihn auch. Obwohl, hier ist auf, hier rein. Ihr kommt alle mal hier rein. Denn die nächsten werden wir hier nehmen. Wo ist Robin? Also ja, genau. Wo ist Karl? So, Karl. Robin, du kannst... Karl Robin, genau. So, du kannst hier schauen. Ja, genau, das ist das mit dem Aufwecken. Das ist das mit dem Erstechen. Und dann kommt das mit dem Fesseln. Ja. Ach genau, Stutely kann sich auch noch als Bettler verkleiden. Das habe ich aber irgendwie nie benutzt. Ich kann das ja mal versuchen, dieses Mal mal zu probieren. Also ich kann es versuchen zu probieren. Das ist auch sehr, 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 wie nennt man das, selbstbewusst, ne? Wir werden das irgendwann mal machen. Was haben wir dann? Das ist bestimmt das Aufschließen. Ah ne, das ist das Pfeifen, genau. Das ist das mit dem Aufschließen. So, was steht hier? Du kannst Robin den schon mal loswerden. Hm? Ah, der Sheriff hat die Burg geschlossen, um seine neuen Truppen zu inspizieren. Wer hat da denn hey geschrien? Ich sehe die Bogenschützen nach hinten! So. Nein! Warum? Alter. Dass Bogenschützen auch so wenig aushalten müssen. Das ist echt ein Wahnsinn. So, dann kannst du schon mal das hier lesen. Das heilen. So. Dann kannst du dir diese Pflanzen holen. Du gehst dahin.
dahin zurück. Du gehst ebenfalls dahin zurück. Du gehst ebenfalls da. Nein. So. Kannst du eigentlich hier hoch? Ja. Du bist genauso gelenkig wie Robin Hood. Deswegen kannst du jetzt auch mal diese Pfeile holen.